Dieses Video richtet sich an alle, die gerade dabei sind, den Wasserstart beim Kitesurfen zu erlernen. Hierzu habe ich bereits ein Video gemacht und ich empfehle dir, dir dieses Video anzuschauen, bevor du jetzt mit diesem Video, was du jetzt gerade anschaust, weitermachst. Das Video packe ich in die Videobeschreibung. Das bedeutet, du kannst unterhalb von diesem Video einfach mal in die Beschreibung reinschauen. Dort findest du einen Link zu dem Video. Dort erkläre ich wirklich die absoluten Grundlagen zum Wasserstart. Jetzt ist es so, ich war im Urlaub und hatte einen Freund dabei, der bereits 2 Kite-Kurse hinter sich gebracht hat und das mit dem Wasserstart noch nicht hinbekommt. Tatsächlich war es einmal so, dass er einmal in Deutschland auch alleine trainiert hat und einmal per Zufall ganz bisschen ins Gleiten gekommen ist. Aber es ist nicht wiederholbar. Er hat es einfach die ganze Zeit irgendwie 50 Mal, 80 Mal an einem Tag, keine Ahnung, also halt wirklich über Stunden trainiert. Ist einmal so ganz leicht ins Gleiten gekommen und hat es danach auch kein zweites Mal hinbekommen. Also es war mehr oder weniger Zufall, was er gemacht hat. Er hat diverse Anfängerfehler, die viele machen, ebenfalls machen müssen. Und wir sind zusammen nach Tarifa gefahren. Und ich habe mir das Ganze angeschaut, wie er das Ganze macht, und ich kenne ihn auch schon ein bisschen länger. Für ihn war es nämlich so, dass es schwierig war, der komplette, also die Motorik, die Reihenfolge, wann der Kite runterkommt, wann man aufsteht, wie man danach den Kite steuert. Die komplette Abfolge war für ihn ziemlich schnell und es fiel ihm wirklich sehr, sehr schwer. Er hat auch Probleme gehabt, überhaupt richtig aufzustehen. Er hat sich zu oft nach hinten einfach fallen lassen und hat gedacht, dass der Kite alles macht. Um den Kite, wie man das in der Kiteschule lernt, einmal zur Seite zu lenken und dann runter zu lenken. Wenn er das gemacht hat, ist er übers Brett drüber geflogen. Das hat er ein paar Mal gemacht, sodass er richtig viel Respekt vor dem Kite bekommen hat. Und das führt auch dazu, dass wenn er den Kite runtergelenkt hat, ein bisschen Zug gekommen ist, er quasi sich ein bisschen erschrocken hat und zu viel Respekt hat und den Kite wieder hochgelenkt hat. Dadurch hat er keine Kraft gehabt. Also der Kite hat nicht genug Kraft gehabt, um ihn weiter in Fahrt zu haben, beziehungsweise ihn richtig aufzurichten. Jetzt ist es so, ich habe mir das Ganze angeschaut, wir waren gemeinsam im Urlaub und ich habe 2 Schritte extra eingebaut in das Training von ihm, damit er den Wasserstart hinbekommt. Das bedeutet, ich habe den Wasserstart nochmal aufgeteilt. Und das ganze Training mit ihm habe ich mit der GoPro gefilmt. Deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin kein Fan vom Film mit der GoPro, aber die kann ich mir mit meinem Neoprenanzug reinstecken und wenn sich irgendwas spontan ergibt, hole ich die raus und kann direkt filmen. Die Aufnahmen jetzt gleich vom Wasser, die sind von der Qualität nicht so gut wie die anderen Videos, die ich bisher produziert habe und die Videos, die ich in Zukunft hochladen werde. Ich denke aber, dass die Inhalte von dem Video, wie ich ihn trainiere, wie ich jedes Mal, wenn er sich aufs Maul packt, ihm Feedback gebe und sage, ey, davor war es besser, davor war es schlechter, mach weiter so, versuch nicht über den linken, sondern über den rechten Fuß aufzustehen. Ich glaube dennoch, obwohl die Bildqualität verwackelt ist, der Ton am Anfang wirklich miserabel ist, im Laufe der Zeit ein bisschen besser wird, aber nicht so gut ist, wie ich das gerne hätte, war ich am Überlegen, ob ich dieses Video veröffentliche in dem Umfang oder nicht. Und ich habe es getan, weil ich glaube, dass es für dich, für dein Training beim Wasserstart einen Mehrwert bietet. Noch ein Hinweis. Die Inhalte, die du in diesem Video sehen wirst, hatte ich bereits zuvor auf meinem YouTube-Kanal in einem Vlog veröffentlicht, da aber nur 3 Minuten von 18 Minuten Training. Und ich wurde von einigen Leuten angesprochen und angeschrieben und gefragt, ob ich nicht das komplette Training veröffentlichen konnte. Deshalb, alle, die bereits meinen YouTube-Kanal seit längerer Zeit verfolgen, ihn abonniert haben, für diejenigen sind ein paar Sequenzen da drin, die sie bereits kennen, aber es lohnt sich dennoch, das Ganze anzuschauen, weil es ist sehr schön zu sehen, wie Alex wirklich, welche Fehler er macht. Und ich glaube, dass sich auch einige, die gerade dabei sind, den Wasserstand zu erlernen, wiederfinden oder wiedererkennen werden in diesem Video. In diesem Sinne, ich wünsche dir viel Spaß bei den Aufnahmen vom Wasser. Ich sehe es, nur leicht nach links einlenken. Genau, ich steige jetzt nach ins Tor.
stehen. Okay. Lass nicht den Schirm alles machen. Versuch mit dem hinteren Bein aufzustehen. Guck mal, das Ganze ganz auch ohne Brett üben. Indem du einfach mal so im Wasser bist. So. Und jetzt leg ihn dann links ein. Steh mit dem rechten Fuß auf. So. Dreimal ohne Kiteboard. Nur das Aufstehen. Langsam Schirm runter. Mit dem hinteren Bein aufstehen. Und dann den drei Schritten folgen. Okay. Nach den drei Versuchen gehst du aufs Board. Und ich schwöre, du kannst es heute. Okay. So machen wir's. So, und jetzt Füße, Knie anwinkeln, Knie an die Ellbogen ran. Ja. Jetzt nach links einlenken und mit dem rechten Fuß aufstehen und mitgehen. Aufstehen mit dem rechten Fuß. Jetzt aufstehen. Jetzt aufstehen. Und aufstehen. Das war jetzt zu zaghaft. Okay, keiner links und aufstehen. Sehr gut. Und jetzt im Kite folgen. Alex, das war gut. Versuch jetzt, das Ganze langsamer zu machen. Und wenn du anfängst, dass der Kite dich zieht, dann lass den Schirm auf dieser Position und folg ihm ein bisschen. Der hat heute nicht ganz so viel Kraft. Das funktioniert. Du brauchst keine Angst haben. Wenn der Kite zu dir zieht, lass dich einmal nach vorne ins Wasser fallen. Dann machst du einen Bodydrag. Es kann nichts passieren. Also, Zeit auf 12 Uhr und hinsetzen. Jetzt nach links einlenken. Und aufstehen mit dem rechten Fuß und Kite runter. Du hast schon wieder zurückgelenkt. Lenk den Kite ruhig runter. Lass ihn langsam runterkommen und langsam Kraft aufbauen. Kite runter, aufstehen. Nicht zurücklenken den Kite. Du brauchst keine Angst haben. Kite links runter, jetzt aufstehen. Und weiter runterlenken den Kite. Und jetzt dem Kite hinterherlaufen. Genau so. Lauf dem Kite hinterher. Okay, Kite auf 12 Uhr und wieder zurückkommen zu mir. Das war noch nicht perfekt. Wir machen das jetzt noch weiter. So. Also du lenkst den Zuschnitt wieder hoch. Jetzt langsam runterlenken. Jetzt aufstehen. Kite weiter runter und laufen. Lauf dem Kite hinterher ein Stück. Genauso würdest du jetzt auch fahren. Nochmal zurück. Und Kite runter. Aufstehen und folgen. Genau. Genau so. Okay. Kite runterlenken. Aufstehen und folgen. Sehr gut. Kite runter. Okay. Und wieder zurück. Das war jetzt ein bisschen schnell. Versuch das ein bisschen langsamer und kontrollierter zu machen und über das hintere Bein aufstehen. Konzentrier dich auf das hintere Bein und aufstehen. Sehr gut, perfekt. Hinsetzen. Kite runterlenken und aufstehen. Und Kite folgen. Jetzt hast du ihn wieder zu früh hochgezogen. Wenn du ihn gleich beim Wasserstart nämlich hochziehst, dann hast du einmal kurz Druck bekommen, dass er dich aufs Brett einigermaßen raufzieht. Und dann nimmst du die Kraft aus dem Kite raus, dann kommst du nicht in Fahrt. Runter, aufstehen und Kite folgen. Perfekt. Das gleiche wie gerade eben. Jetzt mache ich es aber so, ich stehe mit dem hinteren Bein, genauso wie du es gerade eben gemacht hast. Schirmsteuerung bleibt gleich, aufstehen bleibt gleich. Aber wir gehen jetzt rüber und du lässt dich mal vom Kite ziehen. Du kannst dich nur vom Kite ziehen lassen, wenn du vor dir so auf knapp 45 Grad ist. Das bedeutet, den Fehler, den du gerade eben gemacht hast, dass du den Kite wieder hochlenkst, der wird dazu führen, dass du zum Stehen kommst. Das führt später, wenn du mit dem Kiteboard startest, dazu, dass du auch zum Stehen kommst. Deswegen üben wir das jetzt einfach mit dem Start und von da aus ins Gleiten kommen, indem du halt Bodydrag machst. Also, ich lenke den Kite jetzt so rüber, genau. Jetzt lenke ich ihn rüber, stehe mit dem hinteren Fuß drauf und das ist die. Und jetzt wird ich geflogen. Alex, nächster Schritt, los geht's. Kite auf 12 Uhr und hinsetzen. Kite runterlenken, übers hintere Bein, aufstehen und nach vorne fallen lassen. Aufstehen und nach vorne fallen lassen, keine Angst. Okay, und jetzt Kite runterlenken, jetzt aufstehen und nach vorne fallen lassen. Genau, Kite runterlenken, perfekt. So, super. Und wieder zurückkommen. Sehr gut, Alex. Bekommst immer mehr Gefühl, du machst das gut. Ja, Kite auf 12, alles gut. Konzentrier dich auf dich, ich achte drauf. Also, hinsetzen. Kite auf 12 Uhr und hinsetzen. So. Kite rüberlenken übers hintere. Kite rüberlenken. Warte. Jetzt aufstehen und. Gleich nochmal. Keine Pause, sofort wiederholen. Kite auf 12 Uhr, jetzt runterlenken, jetzt aufstehen und nach vorne fallen lassen, genau, Kite runter.
Alex, konzentriere dich jetzt wirklich auf die Beinarbeit. Das ist jetzt gerade ein bisschen schlechter mit dem Bein geworden. Übers hintere Bein aufstehen, nach vorne fallen lassen. Und dann will ich, dass der Kite auf einer Position bleibt. Das war zu schnell. Okay, Kite lenken. Jetzt aufstehen. Kite runter und sich ziehen lassen. Okay, jetzt den Kite runter. Aufstehen und fallen lassen. Genau, und jetzt genau, perfekt. Weiter, weiter, weiter. Alex, lass dich mal ein ganzes Stück ziehen vom Kite, okay? Warte auf den hinteren Fuß. Genau. Kite, und jetzt aufstehen. Perfekt, genau so musst du den Kite lenken. Das war super. Wir machen das jetzt dreimal und dann wechseln wir auf das Kiteboard. Jetzt will ich sehen, dass du richtig sauber mit dem hinteren Fuß aufstehst und dich nach vorne fallen lässt. Und aufstehen! Lenken. Aufstehen! Perfekt! Super! Okay, Alex, nochmal ein sauberes Aufstehen bitte. Und dann kommt das Board. Ja, ja. So, weiter geht's. Konzentrier dich auf dich, bitte. Wir haben jetzt echt gute Fortschritte gemacht. Ja, bitte einmal sauber. Kite langsam runterlenken. Aufstehen. Genau. Das war zu spät. Ja, bitte. Das war jetzt nicht gut gerade. Kite runter. Und jetzt aufstehen. Das war der falsche Fuß, Alex. Den Power Dive weg und machen wieder das, was wir als allererstes gemacht haben. Nur dieses Aufstehen eben. Aufstehen. Und dann im Kite hinterherlaufen. Und aufstehen! Genau. Es war ein bisschen schnell, aber das kriegen wir gleich hin. Jetzt nehme ich den Kite. Hallo, 12 Uhr? Ja, alles. Okay. Das täuscht immer, dass die Kite beim Wasserstart losfahren und direkt zur Seite fahren. Das führt zum einen dazu, dass du halt aufstehst und übers Brett rüberfällst und das Board zur Seite fährt. Wenn du zu viel Gewicht auf dem hinteren Fuß hast, dann machst du so eine Banane. Das bedeutet, das Brett geht nach vorne weg, ja, und du fällst so nach hinten weg. Du wirst jetzt sehen, ich lenke den Kite langsam. Ja. Und ich fahre nicht direkt zur Seite, sondern ich werde auf so einem Halbwindkurs dem Kite langsam folgen. Okay. Wichtig ist jetzt wirklich das Aufstehen über den hinteren Fuß und sich nach vorne rollen, wenn der Zug vom Kite kommt. Okay. Du musst den Kite nicht mit voller Kraft immer in die Powerzone so einlenken. Das wird auch langsam funktionieren. Ich mache dir das jetzt mal vor. Also, Kite auf 12 Uhr. Ja. Ins Wasser gehen, ins Board einsteigen. Jetzt lenke ich den Kite runter, hab die Ellbogen an den Knien. Ja. Ich lenke den runter. Und jetzt stehe ich auf. Und umso schneller ich den Kite runterlenke, umso mehr Kraft kommt auf die Leine. Und umso tiefer ich ihn lenke, umso mehr Kraft kommt ebenfalls. Ja. Also, nochmal langsam. Kite auf 12 Uhr. Ellbogen an den Knie, die Knie sind angewinkelt, das Board ist so im Wasser. Jetzt lenke ich den Kite, ja, runter und jetzt stehe ich auf. Jetzt mache ich dir das einmal vor, indem ich das zu schnell mache. Sehen, der Kite wird mich sofort nach vorne reißen. Okay. Durch meine Erfahrung kann ich damit umgehen, aber das ist einer der Gründe, warum die Leute sich erschrecken beim Wasserstart, weil plötzlich aus dem Nichts total die hohen, schnellen Kräfte entstehen. Und da erschreckt man sich. Ich mache das jetzt einmal vor, so schnell musst du es nicht machen, aber nur, dass du da einfach mal den Unterschied siehst. Beim ersten Mal gerade eben bin ich ganz langsam aufgestanden und konnte gerade so dem Kite hinterherfahren, hatte gerade genug Kraft im Kite, dass er mich zieht. Jetzt war ich das Ganze erstmal schnell. Also, Brett gerade vor mir. Jetzt schlage ich den Kite schnell ein.
den Kite runterzulenken. Ja. Die Kraft und die Geschwindigkeit können wir mit der Zeit erhöhen. Konzentrier dich auf deine Beine, aber du musst hintere Fuß aufstehen. Sobald der Kite leicht anfängt zu ziehen, fängst du an, dich leicht nach vorne zu rollen und stehst mit dem hinteren Bein auf. 3 Versuche und du kannst fahren. Okay, Chef. Versprochen. Okay, Buddy. So, hack dich ein. Okay. Lenken hier. Hier an den. Hier dran zu den KH lenken. Okay. Okay. So. Wichtig ist, den Kite auf 12 Uhr zu halten, wenn du einsteigst. Wenn du es nicht machst, fängst du an, dich im Wasser zu drehen und musst wieder aussteigen aus dem Board. Also, linke Hand an die Bar, rechte Hand oder andersrum, wie es für dich leichter ist, einzusteigen. Knie an die Ellbogen, richtig ran. Genau, so die perfekte Körperhaltung. Jetzt nach links einschlagen langsam und jetzt aufstehen. Du bist nicht aufgestanden! Kite hoch, lenken! Perfekt! Ja, sauber! Sauber, Alex! Sehr gut! Fahr weiter! Der zweite Versuch und er fährt. Sehr gut, Alex! Jetzt kannst du wieder zurückgelaufen kommen. Es gibt echt nichts Geileres, als jemanden, der es längere Zeit versucht hat, den Wasserstart beizubringen. Die Methoden, die ich vorher jetzt gerade eben ihm gezeigt habe, waren die fehlenden Methoden, die er vorher nicht hatte, weil er immer viel zu heiß gewesen ist, sofort ins Wasser zu gehen und sofort mit Kiteboard zu üben. Jetzt haben wir diese 2 Vorübungen gemacht, den sogenannten Power Dive. Das hat ihm die Möglichkeit gegeben, ein gutes Gefühl für den Kite zu bekommen, rauszufinden, wo der Druckpunkt ist und an seiner Beinarbeit zu arbeiten, indem er halt weiß, wann der Zugpunkt kommt und wann er aufstehen muss. Hinzu kommt, dass er jetzt auch weiß, dass er nicht das Board zur Seite stellt, um direkt zur Seite wegzufahren, sondern dass er leicht dem Kite folgt. Das führt dazu, dass er auch nicht so viel Druck in dem Kiteboard drin hat, dass er drüber fällt, weil er einfach dem Kite langsam folgt. Und war geil, oder? Sehr geil. Hier, Ghetto-Faust. Hast du gut gemacht, Alex. Normal. Ja, auf jeden Fall, wir machen es jetzt noch weiter. Lass uns erstmal nur nach links machen, damit wir ein bisschen Erfolgserlebnis haben. Ja, rechts. Warte, da kommt jetzt einer von rechts. Eben warten, komm zurück, aussteigen aus dem Board, Kite auf 12 Uhr, eben abwarten. Weil sonst verlierst du jetzt wieder Höhe. Knie ranziehen, Kite auf 12 Uhr. Jetzt nach links einschlagen. Und jetzt aufstehen. Sehr gut, Kite runter. Genau so, da halten.